Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Driver Parallel Lines. Alter, ich wollte gerade anmoderieren, da kommt die Polizei hier. Ah ja, okay, ich lass ihn mal machen. Finde ich ja interessant. Legst du die Waffe weg? Bist du bescheuert, Alter? Ah, hier dürfen wir leider kein Auto klauen, obwohl, der sieht das ja nicht. Oh, ganz schnell weg. Oh. Oh, ja, entspann dich mal. Nicht schlecht. So, wo ist unser nächster Missionspunkt? Wo wollen wir als nächstes hin? Ich würde sagen, hier, ne? Ist am nächsten dran. So. Ja, in der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen die Gegend aufgemischt und haben ein paar Corvettes geklaut mit dem Abschleppwagen. So macht man das halt in meinem Business, ne? So, und vorbeigefahren, verdammt. Jetzt muss ich wieder warten wegen der Polizei. Ist einfach schrecklich. Das Auto steht da natürlich auch so richtig schön rum. Ja, komm, steh. Mach hin. Fahr, los. Fahr! Was ist denn? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht, Mann? Was? Ich verstehe vor. Nein, keine Menschen, keine Menschen. Dann ist noch schlimmer. Ach, lecko mio doch am allerwertesten. Da muss er wieder Auto wechseln. Och, Mann. Ganz ehrlich, spring doch nicht immer aus dem Auto. Komm hier. Hallo. Mach. Genau. Mit der Faust einmal so runterkloppen. So, so ist am besten. Alter, wenn ich das, also ohne Witz, wenn ich das ganze Spiel wirklich auf die, also auf das Höchste einstellen würde, was geht, das Spiel würde richtig gut aussehen. Das würde auch vor allem nicht so hässlich nachladen immer. Aber gut, das kann ich jetzt nichts dran ändern. Das ist leider einfach so. Also wenn es um die Fortbewegung geht, dann fahre ich Motorrad echt am liebsten im Spiel, weil du einfach damit am schnellsten bist. Also da kannst du sagen, was du willst. Motorrad ist da einfach am besten. Am schnellsten vor allem auch. Das ist auch nochmal so ganz wichtig, nebenbei zu erwähnen. Und wieder umdrehen. Ich muss über die Brücke. Verdammte Scheiße nochmal. Warum? Voll anstrengend und so. Warum machst du diese? Okay. Och nein, warum muss ich genau da lang fahren, wo die Polizei ist, wieder? Schlimm. Oh Gott. Ja. Ich hoffe, wie gesagt, dass es für euch halbwegs anguckbar ist. Ich habe wirklich keinen Plan, wie ich das sonst anders machen soll. Sag mal, wo soll ich denn überhaupt langfahren? Ah, okay, über die Brücke und dann da, okay. Oh, na. Also irgendwann sterbe ich einfach an so einem blöden Autounfall. Ich sag's euch. Irgendwann passiert das. Jetzt nimm das Motorrad. Mein Gott, ey. So. Huh.
komm, 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 komm. Zieh, Junge! Und dann einmal rüber auf die andere Seite. Ich finde es ein bisschen blöd, dass das alles so auf ja, die verschiedenen Orte verteilt ist. Kommt gleich wieder die Polente. Musst du aufpassen. So. Abgesehen davon wäre ich sowieso schneller, weil ich zwischen den Autos easy durch kann. Oh, aber ich will es nicht riskieren. Ich habe darauf keine Lust, dass sich so eine ewig lange Verfolgungsjagd irgendwann abspielt oder so. So. Finde ich aber interessant, dass du das Sichtfeld von denen auch mal siehst. Ach, come on. Jetzt steht er da rum. Wie gerne würde ich jetzt einfach losziehen und über die Ampel fahren, weißt du das? Ich trau mich aber nicht. Ja, fahr mal schön weiter. Oh, schon wieder. Alle Jahre wieder kommt die Polizei. Okay. Ja, der Hinweg zu der Mission ist immer so ein bisschen... Aber sonst ist das Spiel fit. Sprich, sonst geht das Spiel komplett fit. Ist das schlimm, dass das so lange nachlädt? Also im Normalfall, wenn ich das richtig... Also wenn man das alles mindestens auf Medium gestellt hat und die neue Tetcher oder Texturen-Dingsbums da nimmt, die neuen Shader-Scheiße da... Dann sieht das Ganze wirklich richtig schön aus, muss man einfach mal so sagen, aber das, ja. So. Was gibt's? Ja, bestimmt wieder Get Some Wheels. Ich brauche ein Auto. Ja, nehmen wir doch gleich mal das da. Bietet sich ja so schön an, steht am Seitenstreifen. Das ruft schon so. So. Hey Kids, swing by the Funky Rabbit in Harlem. I got something sensitive needs taken care of. I need to pay off a little debt I got myself into. Bring a heater. For my green moves, there's always flies buzzing around it, if you know what I mean. So, Bread Run. Meet Slink at the Funky Rabbit. Collect the cash from the clubs, get it back to Slink. Okay, wir sollen also via Slink quasi ein bisschen Geld abholen. Where you been? I got to move to green now, man. I mean now. It's at the clubs all bagged up and waiting. Sure, Slink. Und wir haben wieder eine Zeitvorgabe dafür. War ja klar. Ja, ich doch das Motorrad nehmen können. Naja. Der Typ ist ja auch cool drauf, ne? Muss man mal so sagen. So. Ich bin ja mal vor allem gespannt, wie das Spiel ausgeht, ne? Weil ich ja überhaupt, also ich habe das Spiel niemals durchgespielt. Das, also, das habe ich ja schon mal erwähnt, aber da bin ich halt echt wirklich mal ein bisschen gespannt. Oh, wartet mal kurz. Ich muss mal ganz kurz eben schnell was gucken. Mir ist gerade was aufgefallen. Kleinen Moment. Geht sofort weiter. So, Leute, da musste ich mal eben kurz was gucken bei OBS. Weil. Ich dachte gerade, ich hätte was vergessen, um es richtig einzustellen. Ich dachte halt wirklich, ich hätte vergessen, was richtig einzustellen. Oh, war ja klar, dass wieder irgendwer versucht, uns abzuknallen.
Hallo. Sag mal, muss ich dafür extra stehen bleiben oder was? Was ist das für eine Logik? Mach den, zieh doch den Kopf ein, Junge. Cash collected. Als wenn ich dafür extra anhalten muss. Was ist denn das, Alter? Aber gut, ich meine, auf dem Motorrad wäre ich schon längst tot, mal abgesehen davon. Das war mir auch irgendwie wieder klar, dass da wieder irgendwer versucht, Stress zu schieben. Aus dem Weg. Oh, Maga, diese Leute. Ach so, das ist gar kein NPC. Das ist einer, der mich abknallen will. Gut zu wissen. So, Cash collected. Jetzt fehlt noch einer. So. Oh Gott. Warum denn? Dass ich das interessanter... Ups. Dass ich das interessanterweise schon geschafft habe, ist interessant, ne? Weil ich war ja irgendwie schon mal weiter damals. Aber man muss mal was überlegen, ne? Also das, ich habe damals manche Missionen überhaupt nicht geschissen bekommen. Ich glaube, da war ich einfach zu schlecht. Aber wir müssen langsam mal aufpassen. Ich glaube, das wird langsam eng mit dem Auto hier. Kann sein, dass wir es gleich nochmal tauschen müssen. Gucken wir dann. Wir müssen es auf jeden Fall wieder heil zum Slink schaffen. Ja, 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 auf jeden Fall, ne? Das würde ich mir auch mal so stehen lassen. Vor allem, warum soll ich eigentlich die Drecksarbeit für den machen? Auch nicht schlecht. Da bin ich aber in die Gasse gefahren, wo der Gegner rauskam. Scheiße, die Karre. Komm, schaff's noch bis zur Straße. Komm, 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 komm. Die fährt ja nicht mehr schneller als 50. Verdammt. Jetzt ist hier kein Auto auf der Straße. Verdammt nochmal. Steig aus. Lass dir Zeit. Oh, fahr. Scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht. Das ist doch unfair jetzt. Komm. Halt die Schnauze, Mann. Halt die Schnauze, Mann. Ja, halt die Schnauze. Mann. Der Typ geht mir jetzt schon auf den Nerv. Mann. Was soll ich denn machen, wenn die ständig schießen? Zurückschießen? Bringt mir das was? Nein. Schlimm. Wenn ich das richtig im Kopf habe, können wir Autos, glaube ich, auch richtig bis zum Anschlag tunen. Also, dass sie so richtig, richtig viel aushalten. Aber das war gerade einfach blöd, weil das Auto dann natürlich einfach in die Luft geflogen ist. Das war natürlich ein bisschen blöd. Also, an der Zeit hat es definitiv nicht gemangelt. Das war einfach nur, ja, wegen dem Rumgeballer von den Typen da. So. Ah. Ich wusste es, dass ich die irgendwann verfehle, die Einfahrt. Aus dem Weg, Mann. Na? Mann. Nimm doch. Wow. Mann, ich wollte so einen richtig schönen Turnaround machen. Es macht irgendwie... Es macht hibbelig so ein bisschen die Typen, ne? Ich glaube, das soll ja auch so, nur es ist halt irgendwie... Alter. Geht arbeiten, ihr faulen Säcke, oder beantragt Hartz IV. No way you can do this, man.
Los, Karre, zieh. Interessanterweise, so weißt du, während ich da rumfahre, tausendmal Polizei. Während so eine Mission, wenn irgendwer auf mich schießt, da muss natürlich dann, ne, ist gar nichts. Polizeihasser würden sagen, ist ja wie im echten Leben. Hahaha. Ist natürlich nicht so, aber... Oh Gott. Nimm doch die Kohle, du Sack! Mann! 10 Jahre da rumstehen, darauf warten, dass du die Kohle kriegst? Also da will ich wenigstens was von abhaben, von dem Geld. Mindestens die Hälfte. Komm. Wir scheißen jetzt mal. Schmeiß dich auch noch aus dem Auto. Perfekte Idee. Steig aufs Motorrad. Oh. Ey, sag mal. Da guckt da was. So, jetzt aber, komm, mit dem... Das kann nicht wahr sein. Jetzt auf einmal, wo ich dieses scheiß Motorrad nehme, da ist wieder richtig Muckmuck. Da stehen sie alle richtig im Weg. Oh, ich muss mich jetzt mal konzentrieren, Leute. Das heißt, ich muss mal kurz mit dem Moderieren etwas ruhiger werden. Sprich, mich konzentrieren. Damit ich hier nirgendwo gegenfahre. Okay, ich nehme das Auto. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Scheiß drauf. Die Zeit reicht sowieso. Oh, diese bescheuerten Idioten. Och, Herrgott. Blödes Taxi. Ich hab keins bestellt. Dann läsch mich doch auch mal da vorbei, Mensch. So, jetzt aber. Ach so. Nimm die blöde Kohle und... So, komm raus aus der Lücke. Danke. Mach die blöde Motorhaube weg. Mein Gott. Geht ja 5, als es heißen, schüttelt deine Verfolger ab oder sowas. Und dann habe ich einen Platten. Egal. Ist das nicht die Stelle aus dem Anfang? Waren wir hier nicht schon mal zum Anfang? Also ganz am Anfang vom Intro. Was eine lange Folge. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Missionen werden halt irgendwann ein bisschen länger. Das habe ich mir schon gedacht. Wobei, das ist jetzt, glaube ich, die 5. Folge oder sowas. So. Whoa. Das ist einfach Re-Gangster-Shit. Wenn du einfach an deinem Missionspunkt ankommst und die Gegner einfach verschwinden, weil sie denken, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja, doch. So, geschafft. Man, I owe you. You just saved my beautiful black ass from a world of trouble. Boah. Alter, der Typ, ne? Der Typ. So. Jetzt fehlt uns nur noch diese hier. Last Chance, das ist also die nächste Mission, die wir ansteuern werden. Und ich würde sagen, Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge von Driver Paralyzed. Ich danke wieder fett fürs Einschalten. Bis dann.